Sarah Wagenknecht war bei Hart aber fair zu Gast und hat dort mit einigen anderen Leuten über die Ergebnisse der Landtagswahlen in Brandenburg diskutiert. Ergebnis über, beziehungsweise Thema der Sendung, AfD überall auf dem Vormarsch. Was jetzt? Also die AfD, die ist mit einem Rekordergebnis in Brandenburg knapp hinter der SPD auf Platz 2 gelandet. CDU, Grüne und FDP wurden stark abgestraft. Das BSW konnte sich als neue Kraft auf dem dritten Platz sogar noch vor der CDU etablieren. Also das sind Landtagswahlergebnisse, die mich selbst erstmal freuen. Ich bin zwar kein Parteimitglied des Bündnisses Sahra Wagenknecht, ich sympathisiere aber mit dieser Partei und bin jetzt entsprechend gespannt, wie diese Talkshow heute läuft. Entsprechend starten wir jetzt auch. Ich fand es ehrlich gesagt überhaupt keine klare Aussage. Ja gut, aber die Aussage, dann wäre irgendwie eine weiße Fahne an die AfD übergeben worden. Diese Gefahr stand ja nicht ernsthaft im Raum, weil die AfD stand und steht auch in Brandenburg nicht vor der absoluten Mehrheit. Es gibt keine demokratische Partei, die mit ihr zusammenarbeiten will. Und es wäre klar gewesen. Naja, wenn die AfD stärkste Kraft wird, dann kann sie eine Minderheitsregierung bilden. Also wir starten da jetzt gleich rein. Also in den ersten 2 Minuten, da hatte Juli Zeno kurz was erzählt. Das war jetzt nicht so interessant, deswegen hatte ich die hier schon durchlaufen lassen. Also den Rest hier habe ich nicht gesehen. Ich habe, wie gesagt, nur die ersten 2 Minuten mal angemacht. Ich bin jetzt genauso gespannt wie ihr auf das, was wir hier gleich noch sehen werden. Gewesen, die SPD hätte auch auf Platz 2 liegend natürlich einen Führungsanspruch für eine Landesregierung erheben können, aber eben nicht mit Aber diesem er hätte seinen Ministerpräsidenten. Rücktritt halt geknüpft an den Wahlerfolg dieser Partei, was ja einfach fortsetzt, dass man die ganze Zeit Politik gegen die AfD macht. Also AfD-Verhinderungspolitik, anstatt den Leuten wirklich anzubieten, wen oder was sie da bekommen, wenn sie das Kreuz machen. Aber wie gesagt, es hat funktioniert also. Es hat funktioniert auch, weil Dietmar Woidke ja extrem beliebt ist in dem Bundesland. Nicht nur in dem Bundesland bei allen Bürgerinnen und Bürgern, sondern vor allen Dingen auch bei 61%. Das fand ich interessant. Nein, also jeder Ministerpräsident ist beliebt, aber das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass Dietmar Woidke als entscheidende Stimme gegen die AfD wahrgenommen wurde. Das hat die CDU in Thüringen geschafft, das hat die CDU auch in Sachsen geschafft, dass sie quasi ganz viele Anti-AfD-Stimmen auf sich gezogen hat. Deswegen waren Kretschmer und Mario Vogt relativ stark und deswegen war die CDU in Brandenburg schwach, weil sie es nicht geschafft hat, weil in Brandenburg eben Dietmar Woidke davon profitiert hat. 2019 hat davon übrigens sogar Bodo Ramelow von der Linkspartei profitiert. Also dieses ganz viele Mainstream-Stimmen auf sich zu ziehen, die dann aber von anderen Parteien wie den Grünen oder der SPD oder der CDU abwandern, das kennt grundsätzlich jeder Politiker aus diesem transatlantischen Mainstream. Das ist jetzt nicht der SPD oder Dietmar Woidke vorbehalten. Wie Zumal man in Thüringen ja sogar sagen kann, dass es nicht mal geklappt hat und die CDU da trotzdem deutlich auf dem zweiten Platz landete. Also in Thüringen hat die AfD die Wahlen ja trotzdem gewonnen. W-Wähler in Brandenburg, die finden, dass Woidke ein guter Ministerpräsident ist. Sie eigentlich auch, Frau Wagenknecht? Also ich lebe nicht in Brandenburg, ich respektiere das. Wenn er nicht beliebt gewesen wäre, hätte er das nicht machen können. Ich würde aber auch sagen, es war ein zweischneidiges Schwert. Er hat natürlich auch die AfD hochgezogen. Mario Mettbrötchen Vogt hat die gleiche Strategie gefahren und hat damit sogar Stimmen gewonnen. Also diese Strategie kann jeder Mainstream-Kasper spielen, der gerade zufällig die stärkste Partei anführt. Das darf man auch nicht vergessen. Die AfD war noch vor 2 Monaten bei 23%. Und natürlich ist so eine Polarisierung immer, dass beide Seiten am Ende dadurch gewinnen. Und da müsste man sich, da stimme ich auch Juli C. völlig zu, also wirklich mal überlegen, ob diese Fokussierung auf die AfD, ob man ihr damit nicht einen großen Gefallen tut. Ob dieses ständige, alles dreht sich darum, was macht die AfD, darf man was sagen, was die AfD sagt, wie geht man mit ihr um? Das Herumprügeln auf ihr, was viele Wähler als Prügeln auf sich selbst empfinden, macht die AfD immer stärker. Und deswegen ist das, sage ich mal, das nicht so gute Ich Ergebnis habe Sie auch gefragt, des gestrigen ich habe Tages. Sie ja gefragt, ob Sie Dietmar Woidke eigentlich einen guten Ministerpräsident finden, weil das BSW ja jetzt. Ja, absolut. Also der Analyse von Sarah Wagenknecht, ich kann hier an der Stelle nur zustimmen. Wenn du halt für eine Polarisierung sorgst und dich als einzige Anti-AfD-Stimme inszenierst, wie es die SPD in Brandenburg gemacht hat, wie es die CDU in Thüringen und Sachsen gemacht hat, dann sorgst du damit halt dafür, dass alle Stimmen, die gegen die bisherige Politik sind, dass die dann zur AfD wandern. Also letztendlich ist es ein sich gegenseitiges Aufschaukeln. Deswegen ist es übrigens auch fürs BSW wichtig, sich als unabhängige dritte Stimme zu positionieren und da nicht mitzumachen. Also wenn das BSW sich in so eine Anti-AfD-Einheitsfront einreihen würde, dann könnte es dabei nur verlieren. Deswegen ist es auch wichtig, dass das BSW jetzt in der Opposition bleibt. Also sowohl in Thüringen als auch in Sachsen ist das sehr, sehr wichtig. Da ist das BSW in keiner guten Verhandlungsposition. In Thüringen hätte es ja zusammen mit CDU und SPD nicht mal eine gemeinsame parlamentarische Mehrheit. Und in Sachsen, da könnte die CDU auch anders eine parlamentarische Mehrheit ohne AfD bekommen. In Brandenburg sieht es anders aus. Da ist das BSW in einer etwas besseren Position. Aber auch dort wird die SPD nicht zu einem grundlegenden Politikwechsel bereit sein. Das heißt, auch dort sollte das BSW lieber in die Opposition gehen und die SPD dann eine Minderheitsregierung beispielsweise anführen lassen.
Also die SPD können ja trotzdem in eine Minderheitsregierung gehen. Dafür braucht sie ja das BSW nicht. Im Chat schreibt auch gerade einer, genau die nächsten Jahre erstmal die Opposition. Ja, genau. Das ist auch wichtig für die Bundestagswahl nächstes Jahr, damit man nicht als Teil so einer Anti-AfD-Altparteienfront wahrgenommen wird. Damit schadet man nur sich selbst. Fragt gerade einer im Chat, was ist deine politische Richtung? Also ich würde mich selbst als links bezeichnen. Ja, Mitte links, linksliberal, wie ihr es nehmt. Wahrscheinlich mitregieren muss, darf, wie auch immer, in Brandenburg. Das heißt, es ist ja schon eine entscheidende Frage, wie Sie Dietmar Woidke finden als Ministerpräsidenten. Nein, wir reden mit, ich meine, wir haben in Thüringen die Situation, wir haben sie in Sachsen und wir haben sie in Brandenburg. Und das ist ja auch ein Auftrag der Wähler, den wir jetzt haben, dass wir da auch eine Verantwortung haben. Aber der Auftrag ist eben nicht, ein Weiter-so zu gestalten. Dafür haben uns die Leute nicht gewählt, sondern die Menschen haben uns gewählt für Veränderung. Und das wird jetzt in den Gesprächen natürlich das Entscheidende sein. Ist Dietmar Woidke, das gilt genauso eben auch für die Regierung in Sachsen oder für potenzielle Regierungspartner in Sachsen und Thüringen, ist man bereit, in der Friedensfrage, aber auch in der Frage innere Sicherheit, Bildung, viele andere Themen, Corona-Aufarbeitung, ist man dort bereit, auch seine Politik zu verändern und eine Politik mehr zu machen, wo die Menschen sich aufgehoben fühlen? Frau Wader, in Sachsen und Thüringen lag die AfD über 30. Die Frage kann man relativ leicht beantworten. Nein, ist man nicht. Also Dietmar Woidke hat im Frühjahr diesen Jahres erstmal noch eine Corona-Aufarbeitung abgelehnt. Selbst wenn die SPD dem Proforma zustimmen sollte und sagen würde, ja, jetzt Corona-Aufarbeitung für eine Koalition, machen wir es doch. Selbst dann würde sie versuchen, so eine Aufarbeitung zu sabotieren, wo sie nur könnte. Sie würde dann alle Ausschüsse mit Leuten besetzen, die nur vertuschen würden beispielsweise. Also die SPD, die würde sowas dann aus der Regierung raus sabotieren. Genau das Gleiche gilt für die CDU. Also Woidke und Kretschmer, das waren ja während Corona ziemliche Hardliner. Also eine Aufarbeitung wird mit denen, glaube ich, nicht zu machen sein. 30% in Brandenburg ist die SPD stärkste Kraft geworden, die AfD knapp unter 30%. Ist das jetzt schon ein Grund zur Erleichterung? Keineswegs, würde ich sagen. Also die AfD ist super stark in allen drei Bundesländern, das war vorhersehbar. Und ich wundere mich so ein bisschen über das Narrativ hier, dass man Wahlkampf gegen die AfD macht. Das habe ich so nicht empfunden. Also das könnte man natürlich an dem Woidke-Beispiel ganz gut klar machen. Aber tatsächlich habe ich eher das Gefühl gehabt, dass in diesem Wahlkampf sehr rassistische Narrative den Diskurs bestimmt haben. Und damit hat man in keinen Fall. Sie, also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ist sie nicht so eine Rassismusexpertin, die da eingeladen wurde? Wahlkampf gegen die AfD gemacht. Ganz im Gegenteil, man hat hier den Boden bereitet. Und man ist ja auch nicht gegen die AfD oder sollte nicht gegen die AfD sein, weil es die AfD ist, sondern weil es eine rassistische rechte Partei ist. Herr Amthor, Sie sind selbst Ostdeutscher. Das war gestern das schlechteste Ergebnis der CDU in ihrer Geschichte bei einer ostdeutschen Landtagswahl. Warum kann die Union... Ja, einer schreibt gerade das übliche Blabla. Rassist ist, wer eine striktere Migrationspolitik will. Diese Frau sagt viel ohne Inhalt. Ja, es ist halt diese übliche moralische Verurteilung, die AfD ist rassistisch, also ist sie böse. Ohne irgendwie einen inhaltlichen Punkt zu bringen, warum die AfD denn jetzt so schlecht ist, wo sie denn falsch liegt. Also man ersetzt Politik durch Moral. Also das ist ein typisches, eine typische Methode in allen Diskussionen, die wir hier sehen. Wähler rechts der Mitte offenbar nicht mobilisieren in Brandenburg. Ich glaube schon, dass wir das können. Gestern war das aber eine Wahlniederlage, das muss man eingestehen. Es war vor allem ein Sieg von Dietmar Woidke. Man kann sehen, dass diese Strategie verfangen hat. Wir haben uns der ist nach seinem Augustus-Intelligence-Skandal immer noch Mitglied im Bundesvorstand der CDU? Das ist ja interessant. Sehr detailliert angeschaut. Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, der Briefwähler von vor einigen Wochen und das Urnenwahlergebnis von gestern, sieht man, dass unser Briefwahlergebnis deutlich besser war als das am Wahltag. Und insoweit hat diese Polarisierungsstrategie von Dietmar Woidke verfangen. Und ich würde der Analyse von Frau C. schon zustimmen, dass man sagen muss, es ging in diesem Wahlkampf viel zu viel aus meiner Sicht nur um die politischen Ränder. Über die wurde gesprochen. Und wir haben dabei viel zu wenig, und das hat Joachim Gauck gestern sehr, sehr zutreffend angesprochen, unser früherer Bundespräsident. Wie gesagt, also das ist Rumkasperei, was der Amthor da macht. Das haben CDU-Kandidaten in Thüringen und Sachsen genauso gemacht. In Brandenburg, da verliert die CDU, weil die SPD jetzt da erfolgreich diese Strategie anwendet. Also es ist relativ albern. Man beschwert sich über das, unter dem man selbst, von dem man selbst nicht profitiert. Präsident, viel zu wenig über unsere eigene Begeisterungskraft gesprochen. Und ich glaube, ein Signal muss klar sein. Natürlich, die CDU konnte sich in Sachsen durchsetzen mit dem Amtsinhaber. Die SPD konnte sich jetzt durchsetzen mit dem Amtsinhaber in Brandenburg. Thüringen wird schwierig, aber wir brauchen das hier alles nicht gesund beten. Die Menschen in diesem Land sind unzufrieden und alle Wahlen haben uns gezeigt, sie wollen eine andere Politik. Und deswegen sollten wir nicht über dieses parteitaktische Klein-Klein reden, sondern wir müssen darüber reden, dass es einen echten Politikwechsel in diesem Land gibt. Und das ist aus meiner Sicht die zentrale Lehre aus diesen Wahlen. Ja, Herr Amthor, aber ich... Ja, echter Politikwechsel. Also wenn die CDU mal
mal irgendwas von diesem Politikwechsel machen würde in den ganzen Ländern, wo sie doch regiert. Oder wenn die CDU das in den 16 Jahren, wo sie von 2005 bis 2021 regiert hat, mal gemacht hätte. Also das ist schon albern. Die CDU ist mal 2 Jahre auf Bundesebene, obwohl 3 Jahre jetzt mittlerweile auf Bundesebene nicht an der Macht und schon faselt Amthor irgendwas von einem Politikwechsel. Ich finde ganz interessant, was die Wählerinnen und Wähler sagen. Also da wäre jetzt eigentlich, also ein guter Moderator, der müsste da jetzt eigentlich keine komische Umfrage zeigen, sondern der müsste jetzt bei Amthor nachfragen, was meinen Sie mit Politikwechsel? Das würde mich jetzt nämlich wirklich interessieren. Da würde sachlich nichts kommen, gar nichts. Da kann nichts kommen, weil die CDU an allen Problemen dieses Landes die steigende Ungleichheit, die steigende Kriegsgefahr, die ganzen Probleme mit der Zuwanderung, weil die CDU an all diesen Problemen die größte Hauptverantwortung trägt. Oder die schwerende Gefahr einer neuen Euro-Krise. Also man könnte ewig neue Probleme aufzählen, die unser Land gerade hat. Und die CDU wäre für all das maßgeblich verantwortlich. Die CDU hat 12% bekommen in Brandenburg. Und mehr als die Hälfte ihrer Wähler sagen, ich bin zwar von meiner Partei nicht überzeugt, aber ich wähle sie, um eine starke AfD zu verhindern. Das heißt, Ihre Wähler wählen Sie da gar nicht aus inhaltlicher Überzeugung? Also dieses Ergebnis haben wir bei der SPD übrigens auch sehr, sehr stark gesehen. Diese Frage, dass es sozusagen eine AfD-Verhinderungswahl war. Und ich kann davor nur warnen, darauf zu setzen, dass das ein Mobilisierungsfaktor ist, nur andere Parteien zu verhindern. Das stößt die Wähler vor den Kopf und das führt dazu, dass wir viel weniger über die politischen Inhalte reden. Und gleichzeitig will ich aber auch sagen, es gibt für die CDU jetzt keinen Grund, irgendwie hier jetzt mit schlechter Stimmung in diese neue Parlamentswoche jetzt auch zu gehen. Denn zur Wahrheit gehört auch, ja, das war gestern ein schlechtes Ergebnis. Aber bundespolitisch ist es so, dass wir jetzt bei über 35% in den Umfragen stehen. Das sind die höchsten Werte seit 3 Jahren. Und da haben wir in der Tat die Fähigkeit, die AfD und auch Wähler rechts der Mitte zu gewinnen und zurückzugewinnen. Das ist für uns ja ganz wesentlich. Aber ja, die CDU hat starke Umfrageergebnisse, die AfD und das BSW auch. Überraschung, wenn die Regierung extrem unbeliebt ist, wie gerade die Ampel, dann profitiert davon die Opposition. Es ist auch kein Zufall, dass die Grünen wieder einstellig sind und die FDP in vielen Umfragen aus dem Bundestag fliegen. Eins ist klar, durch die Politik der Ampel hat sich die AfD dem Grunde nach verdoppelt. Wenn das so ist, können wir sie nicht einfach halbieren. Herr Künert, ich fand ganz interessant, dass die Hälfte der Brandenburger gesagt haben, sie würden in einer Direktwahl Woidke wählen. Das sind ja schon enorme Zustimmungswerte. Auf den Wahlplakaten, da hat Woidke das hier plakatiert. Wer Woidke wählt, wählt SPD. Meint das eigentlich, wer mich will, der muss SPD wählen, obwohl man es eigentlich gar nicht will? Wir haben ja mündige Wählerinnen und Wähler. Und wenn jemand die SPD nun per se für unwählbar hielte, dann würde die Person in der Wahlkabine der SPD nicht die Stimme geben. Auch dann, wenn man den Ministerpräsidenten gut findet. Also ich finde, ich verstehe... Sie plakatieren es ja, Herr Künert. Also Sie plakatieren ja, aber es ist ja eine normale Verbindung, dass man deutlich macht, mit welcher Partei hatte der Ministerpräsident und Spitzenkandidat was zu tun. Das machen andere Parteien logischerweise in den Wahlen auch. Und das, also, ist, auch das keine... ist mir jetzt echt zu albern, das überspringe ich mal. Also immer, wenn hier jetzt was kommt, was ich nicht weiter kommentieren brauche. Das war jetzt ein Einwurf von Louis Klamroth. Also ich habe es ja schon häufiger gesagt, ich finde wirklich, dass er ein furchtbarer Moderator ist. Also jetzt nicht nur, weil er politisch komplett einseitig ist und halt immer das verbreitet, was der aktuellen Regierung gefällt, sondern auch, weil er halt sein Handwerk nicht beherrscht. Also ihr seht es ja auch gerade, oder nicht beherrschen will. Also vielleicht würde man auch einen fähigen Journalisten gar nicht solche Sendungen moderieren lassen. So, und er würde gar nicht mehr dahin kommen, weil er halt die falschen Fragen stellen würde. Also eigentlich die kritischen Fragen, die wir uns als Publikum wünschen würden, aber nicht die Fragen, die der Rundfunkrat beim ARD will. Den Wählern ab, was die anderen anscheinend nicht mehr schaffen. Oh, einen ganzen Katalog wahrscheinlich. Also erstmal sind es neue Parteien. Und es geht ganz klar in Richtung, wir wollen neue Parteien, wir vertrauen alten Parteien nicht mehr. Es ist aber auch, dass auf unterschiedlichem Maße, aber beide Parteien bedienen rassistische und rechte Narrative. Das hat im Osten eine Kontinuität. Also wir können in die 90er Jahre zurückschauen. Auch da wurde schon Stimmungsmache gemacht mit stark rassistischen Narrativen. Und auf der anderen Seite wurden blühende Landschaften versprochen, die nie eingehalten wurden. Und soziale Probleme werden im Osten gerne erklärt seitens der Politik über rassistische Narrative. Im Sinne von, wir müssen nur die Ausländer loswerden, dann bekommt die Oma auch mehr Rente. Das löst sich nicht ein, das ist totaler Quatsch, aber dieses Narrativ gibt es ganz stark. Und umso weiter man das bespielt, umso mehr holt man auch Leute ab. Mhm. Ja, ich möchte dazu schon gerne was sagen. Also, und jetzt hier als Rassisten...
Ich muss ehrlich sagen, ich habe ja Respekt gegenüber vielen, was Sie geschrieben haben. Aber was Sie jetzt hier vom Stapel lassen, also wir sind eine Partei, die übrigens bei der Europawahl überdurchschnittlich von Migrantinnen und Migranten gewählt wurde. Also dass Sie jetzt plötzlich eine Begeisterung für Rassisten entfalten, ist doch etwas erstaunlich. Und ich finde, genau diese Art der Debatte, die ist es, die in den letzten Jahren die AfD auch immer stärker gemacht hat. Also wenn jemand, der sagt, wir müssen die unkontrollierte Migration stoppen, wir müssen die Zahlen der Zuwanderung reduzieren, wenn man den als Rassisten diffamiert, dann diffamiert man den größten Teil der Bevölkerung als Rassisten. Natürlich gibt es in der AfD Rassisten. Ja, wenn eine Höcke sich hinstellt und davon schwadroniert, dass wir 10 bis 20 Millionen Menschen abschieben müssen, wenn er über schwache Volksteile redet oder über... Die anderen Äußerungen, die sie gleich noch bringen wird, ich habe einen Ausschnitt auf Twitter gesehen, die sind sicherlich, also die kann man sicherlich rassistisch werten, aber das mit den 10 bis 20 Millionen Menschen, das ist so direkt, wie Wagenknecht, dass sie sagt, nämlich abschieben müssen, das stimmt so direkt nicht. Also Höcke hat davon gesprochen, dass sich die deutsche Bevölkerung reduziert. Nur nicht durch Abschiebungen, sondern durch die niedrige Geburtenrate. Also ich hatte tatsächlich mal ein YouTube-Video gesehen, wo dieser Vortrag schon mal besprochen wurde, weil Höcke schon mal jemanden ähnlichen Vorwurf gemacht hatte. Also ja, aber die anderen Äußerungen, die sie gleich bringen wird, die kann man, glaube ich, schon als rassistisch bezeichnen. Über irgendwie notwendige Gewalt oder Ähnliches. Aber bitteschön doch nicht. Ja, einer schreibt es gerade hier, über diese Aussage hat sich Höcke schon beschwert. Ja, ja, genau deswegen. Jetzt, deswegen muss man exakt bleiben, wenn die AfD kritisiert. Wenn man da nämlich jetzt falsche Sachen raus, also Zitate falsch wiedergibt, dann spielt man damit nur der AfD in die Hände. Also dann kann Höcke nur sagen, guck mal, wie die hier, was die hier über mich verbreiten, das stimmt so nicht. Also damit nützt man letztlich auch nur der AfD. Wenn jemand sachlich analysiert, dass die aktuellen Zahlen uns überfordern und das spürt die Bevölkerung. Und lange Zeit war es in Deutschland so, und dadurch ist ja die AfD so stark geworden, dass wirklich dieses Narrativ der naiven Willkommenskultur, jeder, der das in Frage gestellt hat, ich habe das 2016 schon gemacht, dazu stehe ich auch, aber jeder, der das in Frage gestellt hat, wurde in die rechte Ecke gestellt. Das heißt, man hat den Leuten vermittelt, hier gibt es gar kein Problem. Sie haben aber erlebt, dass es die Probleme gibt, dass ein Großteil der Sozialwohnungen eben dann von Flüchtlingen belegt waren, dass es in den Schulen Probleme gibt, wenn mehr als die Hälfte der Kinder kein Deutsch spricht, dass es kulturelle Konflikte gibt. Und wenn das alles weggeredet wird, so zu tun, als jeder, der das anspricht, ist ein Rassist, genau damit machen sie es echten Rassisten leicht, weil die Leute dann in deren Arme getrieben werden. Dem würde ich wieder vehement widersprechen. Wir sprechen gleich weiter darüber. Weil Frau Wagenknecht angesprochen hat, dass die Leute vor Ort bestimmte Dinge spüren und echte Probleme haben. Ich war vor Ort und ich habe jetzt 5-mal zu oft das Wort Narrativ gehört. Deswegen will ich mal nach Brandenburg zusammen mit Ihnen gucken. Da war ich unterwegs in Dahme. Da gibt es Montagsdemos. In diesem Fall, wo ich da war, haben sich auch direkt Landtagskandidaten vorgestellt. Denen ist ein bisschen Wut entgegengeschlagen. Das wird man gleich sehen. Und ich habe vor Ort Doreen Lorsch besucht. Ja, aber nochmal zur Aussage von Sarah Wagenknecht. Ja, definitiv. Also wenn man jeden als Rassisten bezeichnet, der ein bisschen striktere Zuwanderung will, was ja in Deutschland aktuell gemacht wird, dann gibt es halt diesen Unterschied zwischen echten Rassisten und denen, die einfach nicht hunderttausende Zuwanderer aus irgendwelchen anderen Weltregionen hier haben wollen, dann gibt es diesen Unterschied halt nicht mehr. Also dann sind dann halt echte Rassisten zusammen mit Leuten, die einfach nur die Politik kritisieren, in einer Partei. Und das sieht man in der AfD. Also damit hat man die AfD letztlich nur stark gemacht. Ist Fleischerei-Fachverkäuferin und die organisiert diese... Und es ist ja auch ein logischer Reflex. Also wenn du einfach sagst, ich will strengere Zuwanderungsregeln und dann die der Vorwurf kommt, du Rassist, warum solltest du dich dann noch von Rassisten distanzieren? Ich meine, dir passiert ja eh das Gleiche. Also so geht es dann vielen AfD-Mitgliedern, die sicherlich keine Rassisten sind. Sie werden eher als Rassisten diffamiert, egal was sie machen. Also sie können sich gegen diesen Vorwurf gar nicht wehren. Also brauchen sie sich auch gar nicht von Parteimitgliedern zu distanzieren, die da wirklich rassistisch sind. Das Gleiche passiert ja jetzt natürlich mit dem BSW. Also da wird dann auch gesagt, ihr seid eine rassistische Partei, obwohl beim BSW sogar große Teile der Führungsriege, große Teile der Wählerschaft aus Migranten oder große Teile der Wählerschaft jetzt vielleicht nicht, aber ein ziemlich relevanter Teil der Wählerschaft aus Migranten besteht. Also das BSW ist ja wird ja von Migranten tatsächlich viel gewählt. Demos mit. Hallo. Hallo. Ich bin Luis, hallo. Ja, hallo Doreen. Mein Mann hat den Betrieb von seinen Eltern übernommen. Also kann man jetzt sagen, er macht den Betrieb dann jetzt nächstes Jahr 30 Jahre. Das heißt, ein richtiges Familienunternehmen. Genau. Und Lorsch gibt es jetzt seit 67, sind ja dann auch bald 60 Jahre, ne? Wobei kann ich dir helfen? Schnitzel schneiden. Okay, wenn du mir das zutraust, dann probieren wir das. Ja, das klappt doch super. Geht doch schnell. Und dann sägt man nicht, sondern man schneidet. Wie?
sind verschiedene Sachen. Für Rechte haben und unsere eigenen Leute eigentlich auf der Straße oder auf der Strecke bleiben. Mit Ausländern meinen Sie jetzt Flüchtlinge oder wen meinen Sie? Na, die, die hier sind und nicht arbeiten gehen. Es geht hier weder um einen Pizzabäcker noch einen Dönermann, der hier schon lange ist. Es geht nicht um eine Krankenschwester, die hier arbeitet. Es geht einfach um die, die schon zu lange hier sind, ohne für unseren Staat was zu tun. Aber das ist ja wahrscheinlich ein Fehler von der Regierung, nicht von den Leuten selber. Diese Themen, die wir hier haben, also es ist einfach zu wenig aufgegriffen worden. Und dann wurde es in die rechte Ecke geschoben. Und das hat die Leute irgendwie auch geärgert und wahrscheinlich auch noch zusätzlich ein bisschen wütend gemacht. Und jetzt ist sie bei uns. Herzlich willkommen, Doreen Laus. Schön, dass du da bist. Also Schnitzel schneiden kann ich schon mal nicht, das haben wir gemerkt. Aber Doreen, du hast was, und das habe ich eben jetzt noch mal im Film gesehen, zu mir gesagt, was mir nicht aus dem Kopf gegangen ist. Du hast gesagt, du hast das Gefühl, ihr seid so ein bisschen vergessen worden. Was meinst du damit? Also ich finde, ich finde es irgendwie ein bisschen ein Problem. Es geht ja auch im Moment dort oben in der Politik immer nur um dieses Problem Migration hin und her und wir müssen was tun. Ja, das ist ja nicht erst seit heute so. Das Problem besteht ja schon länger, aber das sind ja nicht die einzigsten Probleme. Ne? Also bei uns auf dem Land, also es ist wirklich sehr ländlich bei uns, ihr wart ja da, also es war auch nicht besonders viel los, nicht besonders viele Leute auf der Straße. Ne? Gibt es einfach auch andere Probleme, was vielleicht so ein kleiner Bürger einfach sieht? Beispiel ist, wir haben ein Dorf, zwei Dörfer weiter in Hohenseefeld. Wir hatten dort einen Fleischer, wir hatten dort einen Bäcker, einen Konsum, eine Bank, einen Blumenladen. Es hat alles zugemacht. Und irgendwie fühlt man sich so, ja, irgendwie alleingelassen oder man hat Angst vor der Zukunft, was mit einem selber dann passiert, mit dem Handwerk und überhaupt mit dem ganzen Leben im ländlichen Raum. Man hat irgendwie, da oben werden Sachen diskutiert, das mit der Migration ist wichtig, ist uns auch wichtig, ne? Und gibt aber noch genug andere Probleme und jetzt sind Zukunftsprobleme auch bei den Menschen, weil es ist nicht mal, dass es ihnen jetzt in dem Moment ganz schlecht geht, sondern man hat Angst, wo die Reise hingeht und ob man uns da vielleicht irgendwie... Ein Konsum, das ist schon länger her, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viele Konsums überlebt haben. Ich weiß nicht, wie das in dem Ort ist, aber das waren ja die Läden in der DDR und ja, vieles, was es in der DDR gab, das wird dann in den 90ern schon zugemacht und das hat sich in den letzten Jahren, ich meine, die demografische Lage, die verbessert sich ja in den meisten Teilen Ostdeutschlands nicht. Das hat sich dann in den letzten Jahren noch weiter verschärft. Also verschärft sich eigentlich jedes Jahr. Vergisst. Mhm. Okay, sie hat was gegen Privatisierung und Sozialabbau basierte Sorgen. Ja, ja. Also, ja, und na ja, und allgemein was dagegen, dass keine Strukturpolitik gemacht wird. Ich meine, dass der ländliche Raum so brach liegt, das ist ja politisch gewollt, dass nur die urbanen Zentren, dass es nur da große Produktionsstätten gibt. Es war in der DDR ja anders. Da gab es in ganz vielen kleinen Orten Industrie, da gab es Fabriken und die hätte man nach der Wende erhalten können, wenn man das gewollt hätte. Aber das war damals die CDU, die das nicht wollte. Die hat das alles privatisiert, verscherbelt, pleite gehen lassen und jetzt haben wir das Problem der großen Abwanderung und dessen, dass es all diese Institutionen da nicht mehr gibt. Der war jetzt, also in Sachsen und Thüringen hat die AfD rund um 30% bekommen, in Brandenburg knapp drunter. Was glaubst du, warum so viele bei euch, auch in deinem Landkreis, die AfD wählen? Ja, ich habe das Gefühl, dass die Leute sich einfach nicht mehr verstanden fühlen. Also man versteht sie nicht mehr richtig oder man hört ihnen einfach nicht zu. Ne? Weil es ist ja nicht erst seit gestern, dass man da auf der Straße ist. Irgendwie war das ja schon öfter und nicht nur in Dahme und von Bauernprotesten wurde gesprochen, ist auch wichtig gewesen, aber von den anderen, da wurde nicht von gesprochen, was da alles so für Probleme sind. Man hat das Gefühl, es kümmert keinen, interessiert keinen und die verschließen die Augen oder keine Ahnung. Jetzt ist die AfD rund um 30%, aber keine der anderen Parteien will mit der AfD sprechen, wenn es um Koalitionen geht zum Beispiel. Findest du das richtig? Nee, das finde ich falsch. Man hätte sich auch schon viel eher vielleicht darum Gedanken machen müssen. Die AfD ist ja nicht jetzt erst so stark geworden, ist ja schon viel früher so gewesen. Und vielleicht sollten die Politiker sich mal damit auseinandersetzen, warum ist es denn so? Was sind denn die wirklichen Probleme? An irgendwas muss es ja liegen. Und jetzt, ja, es ist natürlich klar, Migration für viele spielt eine ganz große Rolle. Aber natürlich auch die Angst vorm Krieg. Ne? Das ist auch so, dass es nicht so ist, dass man den Menschen in der Ukraine nicht helfen möchte. Ne? Aber man hat auch einfach Angst davor, wenn hier eines Tages mal... Mhm. Naja, denen hilft es ja nicht, dass sie da im Schützengraben verheizt werden. Also denen würde es auch helfen, wenn ihr Land endlich in Frieden leben könnte. Vielleicht, Putin sagt, so jetzt reicht's und dann
Ich meine, es sind Leute, die da auf der Demo sind, viele auch in dem Alter, es waren ja gar nicht so viele junge Leute da, ist euch vielleicht auch aufgefallen, aber alles so Menschen, mehr so 50, 60, die haben Kinder und Enkelkinder und haben wahrscheinlich auch Angst davor, dass es eben auch ausarten könnte. Mhm. Und was dann? Jetzt hast du mir erzählt, dass du jahrelang CDU-Wählerin warst. Du musst mir um Gottes Willen nicht sagen, was du dieses Mal gewählt hast. Aber ja, also sie hat die Partei gewählt, die für all die Sachen verantwortlich ist, die sie da gerade beklagt hat. Also dann, ja, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber sie hätte zumindest mal, wenn sie wirklich ihre Interessen an der Wahlurne hätte wahrnehmen wollen, was anderes als CDU wählen müssen. Da ist ja anscheinend Vertrauen verloren gegangen. War bei dir persönlich dann auch? Warum eigentlich? Eigentlich, ja, ich sag mal so, schon dieses Migrationsproblem, was jetzt nicht heißt, dass ich irgendein Problem mit irgendwelchen bestimmten Leuten habe, aber... Okay, ist ja interessant, dass sie hier mit Migration anfängt. Wir lassen sie gleich mal weiterreden, da hat sie sicherlich recht, dass die CDU da auch dran schuld ist, aber... sie hatte doch sich beschwert, dass der Konsum abgehauen ist, dass die ganzen anderen Sachen, die ihre Stadt, ihr Dorf früher hatte, dass die alle geschlossen haben. Wer war denn daran schuld? Wer ist denn in dieser Abwanderung im Osten schuld? Wer ist denn daran schuld, dass es im ländlichen Raum keine Industrie mehr gibt, dass es da nichts mehr gibt, was irgendwie dafür sorgen würde, dass die Leute da bleiben, dass nicht alle jungen Leute abhauen? Das war doch die CDU. Es war doch die CDU, die in den 90ern die gesamte DDR-Wirtschaft privatisiert und somit zerschlagen hat. Also die Westdeutschen, die es dann übernommen haben, die haben dann die meisten Sachen dicht gemacht. Die Reste, die noch profitabel waren, irgendwie verscherbelt bzw. weiterbetrieben. Aber der Großteil, der ist dadurch den Bach runtergegangen. Also es war die CDU. Man hätte diese Sachen auch tatsächlich staatlich eine Zeit lang halten können, wenn man das politisch gewollt hätte. Das wollte die CDU aber nicht. Aber eigentlich hätte sie schon in den 90ern diesen Denkprozess, also hätte schon in den 90ern dieser Denkprozess bei ihr einsetzen müssen. Mensch, die CDU ist dafür verantwortlich, dass sie gerade alles zumacht. Sollte ich wohl nicht mehr wählen. Es sind nun mal damals 2014, als die CDU da war, haben die meisten Flüchtlinge da aufgenommen. Aber man kann hier nicht einfach Menschen aufnehmen, ohne darüber nachzudenken. Es fehlt eine Infrastruktur, die ist nicht richtig, es funktioniert alles nicht richtig, wir haben nicht genug Lehrer. Und ja, die sind halt gekommen und manche sind bis heute noch nicht in Arbeit, tragen nichts irgendwie für den Staat bei und ärgert einfach Leute. Und irgendwie hat man das Gefühl, es wird nichts getan, um das irgendwie zu ändern. Aber dann kommt natürlich noch die Ukraine-Flüchtlinge dazu. Und ich denke, wir können doch nicht Unmengen von Menschen aufnehmen, haben gar nicht irgendwie in der Verwaltung genug Leute. Wir haben weder genug Lehrer und wo soll dann auch das Geld herkommen? Weil das Haushaltsloch ist ja schließlich ziemlich groß. Und vielleicht muss man dann auch da mal ein bisschen reduzieren. Das ist ja nicht, wir sind ja nun nicht das einzigste Land in der EU. Vielleicht muss man es auch ein bisschen verteilen. Mhm. Besser. Doreen, du bleibst ja noch hier und wir sprechen uns bestimmt später auch mal, aber ich nehme deine Punkte jetzt mal mit. Naja, Deutschland ist das einzige Land, was in der EU, was in dieser Rezession an solch irrsinnigen Schuldenregeln festhält. Also die meisten anderen Länder machen deutlich, deutlich höhere Staatsschulden und haben deutlich höheres Wirtschaftswachstum als wir. Also jetzt in der aktuellen Situation, also Griechenland, Italien, Frankreich, könnt ihr euch ansehen, wie ihr wollt, die machen alle eine bessere Haushaltspolitik als Deutschland. Also diese Krise, die ist auch noch selbst verschuldet. Es sieht fast überaus besser als hier, weil fast überall sonst eine bessere Fiskalpolitik gemacht wird. Weil man da keinen Christian Lindner irgendwo sitzen hat, der dann auch noch in der Rezession sagt, okay, wir schlagen die Wirtschaft jetzt ganz kurz und klein. Mit in die Runde. Vielen Dank, dass du da bist. Herr Kühnert, das, was Doreen Lorsch gerade gesagt hat, das habe ich in Brandenburg, aber auch in all den anderen Bundesländern, auch in Thüringen und Sachsen, in denen ich unterwegs war in den letzten Wochen und Monaten, immer wieder gehört, dass da eine Überforderung gespürt wird. Können Sie diese Angst nehmen oder diese Unsicherheit? Nicht pauschal. Also eine Politik, die verspricht, Menschen alle Sorgen zu nehmen, das ist ein unseriöses Versprechen. Aber ich finde, ganz am Anfang Ihres Beitrags haben Sie einen entscheidenden Punkt gemacht, den ich in ganz vielen Gesprächen höre. Diese Zukunftssorgen, wie geht das weiter? Sie haben ja jetzt auch gar nicht bei jedem Problem, was Sie... Ja, was waren denn die Sorgen? Also hier ist alles abgewandert, mir geht's total schlecht. Gleichzeitig kommen mir ganz viele Migranten her, die nicht arbeiten und die sich nicht richtig integrieren. Also ist das jetzt eine unrealistische Erwartungshaltung, dass man sagt, liebe Politik, hol nicht ein paar Millionen Migranten ins Land aus völlig anderen Weltregionen und dann alimentier die hier noch jahrelang. Das ist doch keine unrealistische Erwartungshaltung. Oder liebe Politik, sorg bitte dafür, dass hier nicht gesamte Landstriche veröden. Das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die man von seiner Politik erwarten kann.
Sie genannt haben, gefordert, da muss ein Gesetz oder so gemacht werden. Ich glaube, das ist auch gar nicht der Punkt. Aber einfach zu sehen, Läden machen dicht, Infrastruktur wird weniger, klar, auch wegen Wegzug von Menschen. Und was fällt der Politik dagegen eigentlich ein? Und dass da so ein Überforderungsgefühl oder ein Gefühl von die Einschläge kommen immer näher entsteht, das geht mir ehrlich gesagt auch an manchen Stellen so, weil wir haben auch gar nicht alles in der eigenen Hand. Wir sind in einer vernetzten, globalisierten Welt und vieles, was auf uns einwirkt, das sehen wir am Krieg, an Energiekrisen und anderem, wird ja nicht allein im Deutschen Bundestag beschlossen, sondern sind eben auch Auswirkungen, die sich auf uns auswirken. Und der zweite Punkt, über den ich sehr nachdenke und wo ich vielleicht haben wir die Gelegenheit dazu nachher noch zu sprechen, auch gegenfragen will, wo ist uns das verloren gegangen, miteinander über diese Themen im Gespräch zu sein? Ich habe, als ich wusste, dass Sie hierher kommen, habe mich informiert über den Ort, über den Hintergrund und habe das gemacht, was man dann als Generalsekretär tut. Ich habe Kontakt zu meinem örtlichen Landtagsabgeordneten, Erik Stohn, der gestern da wiedergewählt worden ist, bei Ihnen in der Region aufgenommen, habe gefragt, kennen Sie sich, ist da schon Kontakt da zu diesen Demos? Weil das erwarte ich von unseren gewählten Abgeordneten, dass die damit im Austausch sind. Er hat mir gesagt, er kennt die Proteste, er war auch im Austausch, er hat 6 Fragen zugeschickt bekommen, vielleicht war das auch für diese Veranstaltung, hat mir zugeschickt, dass er mehrere Seiten dazu zurückgeschickt hat. Er hat seine Sichtweise auf verschiedene Themen, Energiepreise, Bürgergeld, Migration dargelegt. Mich würde interessieren, was ist bei Ihnen und den anderen Protestierenden danach damit passiert? Wie ist das aufgegriffen worden? Er hat mir gesagt, er hat zu einem Agrarforum vor Ort eingeladen, als die Bauerndemos war. Er hat einen Raum geschaffen und die Landwirte eingeladen und gesagt, lasst uns reden, gebt mir mit, worum es geht. Das ist nicht das Versprechen, alle Probleme zu lösen, aber es ist das, was... Moment mal. Als die Friedensdemos waren, da haben ganz viele führende SPDler die als Putins Propagandademos und so diffamiert. Also, und auch als die Bauernproteste waren, da hat man sich ganz viel Mühe gegeben, die als rechts zu diffamieren. Also, das ist jetzt nicht die Erfahrung, die ich da bisher hatte. Was ich von einem. Also, da scheint es jetzt in Brandenburg einen einzigen Abgeordneten zu geben, der sich anders verhalten hat. Das ist jetzt eigentlich repräsentativ für die SPD. Guten demokratischen gewählten Politiker erwartet zu sein. Danke an F. Nord für das Abonnement, was du verschenkt hast. Und danke an Vasuli, du hast auch abonniert. Ein Forum, hier reden wir auf Augenhöhe und fair miteinander über die Probleme, die da sind. Und ich gucke, was ich tun kann, um das zu lösen. Da würde mich einfach interessieren, kommt das an? Wird das wahrgenommen? Und wenn nicht, warum eigentlich nicht? Also, ich muss dazu sagen, ja, Herr Stohn war auch schon bei uns auf den Demos. Und als er eingeladen hat zum Gespräch mit den Bauern, sind wir auch hingegangen. Und das finde ich auch gut, was nun jeder von dem Gespräch gehalten hat für sich. Ich bin kein Bauer, also so tiefgründig kenne ich mich da jetzt nicht aus. Ne? Aber wir haben es wahrgenommen und sind hingegangen. Und er hat uns auch den Brief zukommen lassen, weil er nicht persönlich kommen konnte. Wir hatten ja alle Landtagskandidaten eingeladen. Diesen konnten wir aber leider an dem Abend nicht mehr verlesen, weil es hat sich einfach so lang hingezogen. Ne? Und das war einfach zu viel. Und jetzt wird eben auch noch im Internet veröffentlicht. Was ich aber ein bisschen vermisse, so ist für mich selbst jetzt zum Beispiel diese Partei, die ich immer gewählt habe, war halt die CDU und da kam bis jetzt nichts. Und da bin ich einfach von enttäuscht. Und wir haben immer versucht... Die CDU ist verantwortlich, und zwar maßgeblich verantwortlich für alle Probleme, die du gerade beschrieben hast. Also, was soll von denen kommen? Irgendwie Gespräche zu suchen und haben das auch immer alles vernünftig gemacht und immer ruhig. Da ist man schon irgendwie ein bisschen traurig. Doreen, wir haben ja die CDU auch hier sitzen in Person, Philipp Amthor. Ja, also vielen Dank insgesamt auch für den Beitrag. Ich gehe dem auch sehr gern mal nach. Und wenn sich kein Brandenburger Kollege findet, komme ich natürlich auch selbst vorbei. Denn ich will das mal offen sagen, ich finde, das ist total wichtig, dass man eben nicht, so wie Sie es ja auch geschildert haben, viele fühlen sich da zu Unrecht in so eine rechte Ecke gestellt. Und ich fand das unmöglich, wie man gerade bei den Bauernprotesten versucht hat, manchem da so ein braunes Mäntelchen überzuhelfen. Ich habe selbst viel auf Bauerndemos gesprochen, auch auf diesen Handwerkerdemonstrationen und so in Mecklenburg Vorpommern war ich da sehr viel unterwegs. Ich würde interessieren, auf welchen Bauerndemos und warum haben die den nicht davon gejagt? Und ich werde das gerne jetzt im Nachgang der Sendung auch mit meinem Brandenburger Kollegen, auch mit den Bundestagskollegen mal besprechen. Ist mir total wichtig. Und ich will aber einen Punkt auch sagen, der mir sehr wichtig ist, weil Sie auch Kritik an der CDU auch nachvollziehbar geübt haben. Wir müssen schon auch sehen in der Politik, was uns oft fehlt, glaube ich, in der Diskussion, ist auch mal zuzugestehen, dass man Fehler gemacht hat, auch wenn man regiert hat. Und das ist für uns in der Union ein ganz wichtiger Prozess. Wenn Sie ansprechen 2015 und was danach passiert ist, muss für uns klar sein, wir haben da als Union auch Fehler gemacht. Und wir haben auch in der Aufarbeitung unter Friedrich Merz jetzt in dem ganzen Prozess des Neuaufstellens klar gesagt, das ist unsere Verantwortung. Nicht, weil irgendwie Olaf Scholz und Robert Habeck so toll waren, sind wir abgewählt worden, sondern weil wir nicht mehr gut genug waren. Und deswegen ist es auch wichtig, da Fehler einzugestehen, daraus zu lernen, das jetzt anders zu machen. Und das machen wir in der CDU. Und ich freue mich auch, gern das zu vermitteln oder selbst vorbeizukommen und mit Ihnen da ins Gespräch zu gehen. Doreen, wenn Herr Amthor vorbeikommt, dann rufst du aber an, dann kommen wir nämlich auch noch mal vorbei mit Kamera. Frau C., Sie leben auch in einem Dorf, ich glaube 350 Einwohner ungefähr in Brandenburg. Das, was Doreen Losch sagt, dieses sich vergessen fühlen von denen da oben, die da oben haben, hat Doreen, glaube ich, gesagt, von der Politik zumindest vergessen fühlen. Können Sie das nachvollziehen?
Also ich fand, Sie haben das wahnsinnig freundlich formuliert. Ich höre da aus der Nachbarschaft zum Teil auch noch griffigere Sätze zu dem Thema, weil es quasi zwei Dinge sind, die zusammenkommen. Man fühlt sich auf der einen Seite vergessen, aber natürlich nicht emotional im Sinne von, die sollen uns lieb haben, sondern man hat das Gefühl, dass gerade eben auf bundespolitischer Ebene, ja, das waren jetzt Landtagswahlen, aber wir haben ja schon alle, glaube ich, klar gesehen, dass hier auch über Bundespolitik irgendwie mit abgestimmt wurde, viele Themen behandelt werden. Unter der Prämisse, auch welche Maßnahmen kann man ergreifen, sei es für die Energiewende und so weiter, wo Menschen in den strukturschwachen Regionen den Eindruck haben, okay, da werden ständig Vorschläge gemacht, die nicht mitbedenken, wer eigentlich die Lasten von diesen Entscheidungen zu tragen hat. Und da gibt es einen starken sozialen Impact. Und das sind wir, die das zu tragen haben. Und die sehen das einfach nicht. Also diese Form von Vergessen wird empfunden. Und auf der anderen Seite hat man, und da war ja auch der eine sehr wütende Herr auf dem Screen, der so gegen die Grünen so krass gehatet hat. Ja? Also dieses Gefühl, die Grünen sind jetzt der Satan. Auch das höre ich überall. Und es kommt aber nicht daher, dass es jetzt alles Klimawandelleugner sind, die keine Umweltpolitik wollen, sondern die Grünen stehen quasi metaphorisch für den übergriffigen Staat. Also für einen Staat, der sagt, unsere Gestaltungsräume sind eng. Du hast es ja gerade auch wieder so ein bisschen, ja, wir können das ja nicht alles ändern und vieles wird woanders entschieden. Das stimmt, aber trotzdem muss Politik ja ihren Gestaltungsanspruch vertreten. Die müssen sagen, wir können sehr wohl Dinge tun. Na, vieles wird woanders entschieden, sagen die Grünen ja dann leider nicht. Das wäre ja noch ziemlich ehrlich. Ja, wir setzen hier nur globale Agenden durch. Wir können doch auch nichts dafür. Das wäre ja schon ehrlich, wenn sie das sagen würden. Die Grünen sagen, berufen sich dann auf eine höhere Moral oder auf die Wissenschaft oder sonst irgendeinen Gott, den man gerade vorschieben können. Aber nicht, indem wir quasi den Leuten vorschreiben, wie jeder Einzelne zu leben hat. Ja, weil das wäre ja ein Delegieren der Verantwortung auf die Bürger. Das wird dann nicht gewünscht, vor allem dann nicht, wenn man das Gefühl hat, bekommen tun wir nichts von euch, ihr seht uns nicht. Aber wenn es Probleme zu lösen gibt, dann sollen wir jetzt unsere private Sphäre ändern. Ja? Also dann sollen wir sozusagen die Verantwortung bis hin zur Weltenrettung tragen. Und dieser Zweiklang erzeugt einen kreischenden Störton im Ohr. Und das ist, glaube ich, der Grund für viel, viel Aggression gegen die da oben. Ja, ganz gefährlicher Begriff, aber den hört man an dieser Stelle dann immer. Frau Bader, sofort. Frau Bader, würden Sie dem zustimmen? Ich glaube, es ist auch noch mehr, also das, was ich beobachte, ich würde dem zum Teil zustimmen, aber was ich auch beobachte, ist, dass die Grünen auch als Feindbild gesehen werden, wo es um so ein Aufklaffen geht. Die sind urban und die stehen für, und ich benutze jetzt diese Begriffe, die stehen für Genderwahn, die stehen für diese Art von Modernisierung, von für was Kosmopolitisches, für was Diversitätsbetonendes. Und das wird auch sehr stark abgelehnt. Wir haben auch ein Problem in vielen... Zu Recht. Die Leute lehnen das absolut zu Recht ab. Region einfach mit. Geh doch mal darauf ein, was da genau abgelehnt wird und warum die Leute es ablehnen. Und komm da nicht mit irgendwelchen Schlagworten wie Rassismus. Mit Rassismus und mit rechten Narrativen. Also es ist auch geil. Ich unterbreche sie noch und sage, komm mal nicht mit Rassismus. Und nicht mal zwei Sekunden, eine Sekunde, nachdem ich sie weiterlaufen lasse, sofort das Wort Rassismus. Bedeutet nicht, dass alle Nazis sind, aber wir haben Probleme mit Rassismus und wir haben Probleme mit rechten Storytelling, Erzählungen, Narrativen. Frau Wandnes. Nein. Was ist dieses moralisch überhebliche, man kann sagen linksliberale, man kann aber auch sagen woke Denken gibt, was vor allem bei urbanen Eliten immer mehr um sich greift und was sicherlich aus den USA kommt, da an den Universitäten entstanden ist und seitdem mit sehr viel Geld, mit sehr viel institutioneller Macht gepusht wird. Dass es all das gibt und dass das vom Großteil der Bevölkerung abgelehnt wird, das sind doch Tatsachen. Also die Eliten wollen offenbar hier ein neues kulturelles Paradigma implementieren oder das alte Paradigma radikalisieren, egal wie man das jetzt auffassen will. Und der Großteil der Bevölkerung will genau das nicht. Das ist der Konflikt, den wir hier gerade haben. Und was macht sie? Sie sagt einfach, ja, okay, wir haben Probleme mit rechten Narrativen, rechten Storytelling. Nee, wir haben Problem damit, dass die gesellschaftlichen Eliten ein kulturelles Paradigma installieren wollen, beziehungsweise in einer Form weiterführen wollen, wie es von der riesigen Mehrheit der Bevölkerung gelehnt wird. Also das macht die Welt einfach viel zu einfach, wie Sie das hier erklären. Weil das Problem ist ja auch nicht, also zumindest nach den Gesprächen, die ich führe, dass die Menschen erwarten, dass die Politiker auf einen Schlag alle ihre Probleme lösen. Aber was sie erwarten ist, dass man zumindest versucht, Probleme zu lösen, statt zusätzliche zu schaffen. Und wir haben ja tatsächlich in Deutschland... Exakt. Das hatte ich ja auch schon gesagt. Die Erwartungshaltung der Frau, die war vollkommen realistisch, die war total vorsichtig. Sie wollte ja nicht das Paradies auf Erden, sie wollte nur, dass die Dinge nicht jedes Jahr immer schlimmer werden. Mehr wollte sie doch gar nicht.
seit Jahren, das war ja unter der CDU so, da waren sie auch schon in der Regierung und jetzt unter der Ampel extrem. Wir haben eine Politik und erleben eine Politik, die tatsächlich einen massiven oder zumindest spürbaren Wohlstandsverlust für die ärmere Hälfte der Bevölkerung auf jeden Fall, aber auch für die Mittelschicht nach sich gezogen hat. Und das waren ja politische Entscheidungen. Das können Sie auch nicht einfach auf die Globalisierung zurückführen. Das betrifft die soziale Frage. Also natürlich, das fing ja schon in den 2000er Jahren an. Da hat man den Arbeitsmarkt reformiert. Danke an Herr Wallandil. Ah, stimmt. Ja, gerne 2010. Hat man viele Bereiche privatisiert. Das hatte zur Folge, dass viele Berufe, die früher mal einen bescheidenen Wohlstand ermöglicht haben, heute so schlechte Einkommen bedeuten für die Menschen, dass sie nie auf einen grünen Zweig kommen, dass sie immer weniger Chancen haben, sich ein eigenes Häuschen zu kaufen, eine Familie zu gründen, eine gewisse Sicherheit zu haben. Dann haben wir die Renten gekürzt. Das ist ja nicht so, dass die Rente zufällig heute so problematisch ist, sondern das waren ja politische Reformen. Man hat ja immer wieder das Rentensystem so verändert, dass eben heute die Altersarmut sehr hoch ist, dass viele Menschen, auch Jüngere, große Angst davor haben, wovon kann ich im Alter leben. Das sind politische Entscheidungen. Sie sprechen so, dann gab es die Migration, darüber haben wir schon gesprochen, ja. Dann gab es die Corona-Zeit. Ich will aber gerne Frau Wanknecht einmal zeigen, weil Sie jüngere Wählerinnen und Wähler angesprochen haben, will ich Ihnen gerne mal zeigen, weil das fand ich tatsächlich sehr interessant gestern an der Wahl, dass die Stimmanteile bei den 16- bis 24-Jährigen, da haben 31%, also die AfD gewählt. Jetzt kommen immer wieder Erklärungsansätze wie TikTok und Co., Frau Wader, aber was macht die AfD denn abseits von TikTok noch besser als die anderen Parteien, dass so viele junge Menschen die AfD wählen? Das ist das eine, was ich schon gesagt habe. Es ist eine relativ neue Partei. Das heißt, junge Menschen wollen Wandel haben. Man vertraut alten Parteien nicht mehr. Es ist aber auch was anderes, und darüber hatte ich auch schon gesprochen, es ist der Rechtsruck im Endeffekt. Es gibt eine enorme Enttäuschung, gerade im Osten. Ich konzentriere mich mit meiner Arbeit auf den Osten, schaue auf den Osten, komme aus dem Osten. Es gibt zu Recht eine enorme Enttäuschung. Es gibt ganz klare soziale Probleme, über die sehr lange einfach nicht richtig gesprochen wurde, beziehungsweise die auch nicht richtig angegangen wurden von den Parteien. Und dann damit einher gibt es auch eine erlernte Zukunftsangst und eine Perspektivlosigkeit. Ich kenne das selber. Ich bin in Sachsen-Anhalt geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind absolute WendeverliererInnen gewesen. Meine Mutter arbeitet als Reinigungskraft, mein Vater bei der Müllabfuhr. Wir sind steil nach unten gegangen. Und es gab immer diese enormen Existenzängste. Und nie hat sich das jemand angeguckt. Und mit dieser Angst aufzuwachsen, und aber auch gleichzeitig und damit auch mit dieser Perspektivlosigkeit aufzuwachsen und gleichzeitig immer wieder enttäuscht zu werden, dass nicht richtig hingeguckt wird, dass soziale Probleme eben nicht gelöst werden. Aber dann auch, und diese Kontinuität gibt es einfach im Osten, wenn wir genau hinschauen, dass soziale Probleme vermeintlich mit einer Migrationsdebatte gelöst werden. Wir müssen nur den Ausländer rausbringen, dann kriegt Oma mehr Rente, dann werden mehr LehrerInnen eingestellt, dann fährt der Bus zweimal in der Stunde, dann macht der Supermarkt wieder auf oder vielleicht sogar das Schwimmbad. LehrerInnen. Also ob ihr klar ist, dass sie sich wirklich als ideales, also sicherlich ist ihr das klar, also sie inszeniert sich hier von ihrer ganzen Sprechweise, von ihrer ganzen Art zu argumentieren, als eben Vertreterin dieses Woken-Paradigmas, was ein Großteil der Bevölkerung ablehnt. Allein schon durch die Verwendung dieser bescheuerten Gendersprache. Und das ist ja jetzt nur eine Formsache. Inhaltliche Form zu argumentieren, die hatten wir ja vorhin schon. Also das, ja. Sie verkörpert das, was der Großteil der Bevölkerung ablehnt. Das ist Quatsch. Das ist eine Verschiebung von Problemen. Diese sozialen Probleme sind real und die müssen ernst genommen werden. Also das Argument ist ja auch nicht, wenn wir hier mehr abschieben, dann gibt es mehr Lehrer. Also die Argumentation macht ja niemand auf. Die Argumentation ist, wenn wir mehr abschieben, vor allem mehr straffällig gewordene Asylbewerber abschieben, dann gibt es hier weniger Kriminalität. Und das ist eine Argumentation, die man durchgängig so fahren kann, weil eben bestimmte Zuwanderergruppen, die vor allem über Asylmigration einwandern, in den Kriminalitätsstatistiken deutlich überrepräsentiert sind. Genommen werden. Und die werden nicht ernst genommen, indem wir ein falsches Feindbild konstruieren und es immer wieder darauf schieben und gleichzeitig die Probleme nicht lösen. Ja. Damit verschieben wir einfach auch nur Verantwortung. Diese Perspektivlosigkeit. Die Perspektivlosigkeit, die Frau Wader da beschreibt, die junge Menschen offensichtlich gerade im Osten auch spüren. Die SPD punktet vor allem bei den über 60-Jährigen. Warum schaffen es die Sozialdemokraten nicht, jungen Menschen eine Perspektive aufzuzeigen? Wenn ich einen Satz zu den AfD-Wählerinnen und Wählern, egal welcher Altersgruppe, vorwegstellen darf. Ich denke und hoffe, wir sind uns einig, dass die Forschung auch eindeutig. Es gibt einen Anteil von Menschen in unserer Gesellschaft, gerade auch unter AfD-Wählern, die hat sich nicht in der Tür geirrt bei der AfD, sondern die wählt diese Partei wegen dem, was im Programm steht, wegen dem, was Höcke auf Bühnen sagt und so weiter. Da bringen auch 2 Euro mehr Mindestlohn oder eine Sozialwohnung nichts. Die sind genau da politisch angekommen, wo sie hingehören. Das ist sehr traurig, aber denen können wir kein Angebot machen. Und daneben gibt es eine nicht kleine Gruppe, gerade bei solchen Ergebnissen wie gestern Abend, die treiben verschiedene Themen
um? Und wenn wir speziell Jüngere uns angucken, naja, wer ist diese junge Generation, 16 bis 24? Was haben die erlebt? Wir können ja in die Jahrgänge reingucken. Die haben eine unglaubliche Krisenhaftigkeit in den letzten Jahren erlebt und vieles, wo Politik jetzt auch erst langsam nacharbeitet. Die Inflation zum Beispiel der letzten Jahre. Ja, haben wir bekämpft, auch so, dass sie jetzt wieder bei unter 2% ist. Aber für jemand, der jung ist, der wenig Einkommen hat, der vielleicht gerade den Berufseinstieg macht, der ostdeutsch ist und dadurch statistisch gesehen kaum Chancen hat, von seinen Eltern mal irgendwas zu erben, weil das ist historisch halt nicht so, dass man da ein Haus mit unglaublichen Grundstückswerten hätte, der guckt natürlich anders auf eine solche Entwicklung drauf. Dann haben wir generell die Situation, junge Menschen und die Erfahrung in Corona-Zeiten. Man muss hier kein Scherbengericht machen und sagen, alles war schlimm und alle sind Verbrecher gewesen. Aber natürlich sind Fehler gemacht worden und die haben insbesondere junge Menschen getroffen. Und wir sind noch nicht ausreichend in der Phase der auch öffentlichen Aufarbeitung. Und da meine ich nicht, wie die AfD, eine Anklage zu machen und irgendwen an den Pranger zu stellen. Das ist nämlich keine Aufarbeitung, sondern das ist Verächtlichmachung der Demokratie, die da stattfindet, sondern eine seriöse Betrachtung. Wo haben wir uns geirrt? Wo sind wir zu spät abgebogen? Wo haben wir uns mitreißen lassen? Das schulden wir nicht nur dieser Generation, aber gerade auch denjenigen. Und deswegen verstehe ich vielleicht nicht, warum die deswegen AfD wählen. Aber sehr wohl, dass die einen nicht nur positiven Blick auf diese Gesellschaft haben. Und trotzdem, finde ich, haben seriöse demokratische Kräfte, auch solche in der Opposition, die Verantwortung, nicht nur ein schwarz-weiß Zerrbild zu zeichnen. Und einfach, also es ist seriöse Demokraten, ja, es ist schon wieder diese Dichotomie. Die Demokraten, die seriösen Demokraten auf der einen Seite und diese verdammten Antidemokraten von BSW und AfD auf der anderen Seite. Also was soll man dazu sagen? Es ist immer das gleiche Gelaber. Ihr merkt es, ich rede ja auch gar nicht mehr viel dazwischen, wenn Kühnert spricht. Es ist immer das Gleiche, es ist immer die gleiche Leier. Aber damit muss man die Menschen schön regelmäßig beschallen, damit sie ja auch ja diese Feindbilder inhalieren. Wenn der Feind bekannt ist, hat er Tagstruktur. Danke an Seppi TV für das Abonnement, was du gerade verschenkt hast. Keine Politik, einfach 20 Sachen, die in den letzten 30 Jahren doof gelaufen sind, aufzuzählen und zu sagen, das ist die Gesamtscheiße in unserem Land und den Leuten stinkt es am Ende, sondern natürlich handelt Politik auch. Der Niedriglohnsektor ist kleiner geworden in den letzten Jahren durch politisches Handeln. Der Mindestlohn ist eingeführt worden und hat nicht gegen jede Form von Einkommensarmut, aber bei vielen Menschen eben schon was gebracht, gerade in Ostdeutschland. Rentenangleichung hat zu lange gedauert. Also, naja, was zum Mindestlohn nochmal. Die SPD hat gegen den Willen der Gewerkschaften, gegen den ausdrücklichen Willen der Gewerkschaften in der Mindestlohnkommission dafür gesorgt, dass der Mindestlohn nicht auf 14 Euro steigt. Die SPD hat das verhindert. Dann hat das BSW beantragt im Bundestag, okay, Mindestlohn sollte auf 14 Euro erhöht werden. Die SPD hat wieder dagegen gestimmt. Also die SPD hat zweimal eine Erhöhung des Mindestlohns mit ihren Stimmen verhindert. Zuerst in der Mindestlohnkommission und dann im Bundestag. Und in der Mindestlohnkommission gibt es keine Koalitionsdisziplin, da gibt es keine Ausreden. Da war es die SPD-Politikerin Christiane Schönefeld, die eine Erhöhung des Mindestlohnes verhindert hat. Also so viel zur Faktenlage. Und dann macht die SPD Wahlkampf mit, wir wollen den Mindestlohn auf 14 Euro erhöhen. Nein, 15 Euro, nachdem sie eben diese Erhöhung verhindert hat. Die SPD verkauft die Leute für dumm. Und das kann man das nicht sagen. Das ist nicht nur beim Thema Mindestlohn so, das ist auch noch bei allen anderen Sachen so. Die SPD hat mit ihrem irren Wirtschaftskrieg gegen Russland 2022 für einen Einbruch der Löhne um 4% gesorgt. Die SPD hat die Löhne in Deutschland in einem Jahr so stark einbrechen lassen, wie das seit Jahrzehnten nicht mehr passiert ist. Also ist einer der, was wir 2022 erlebt haben, ist einer der stärksten Lohneinbrüche in der Geschichte der Bundesrepublik. Und daran ist die SPD durch diesen Wirtschaftskrieg gegen Russland maßgeblich schuld. Aber die Rentenwerte sind heute angeglichen zwischen Ost und West. Niemand muss sagen, damit ist alles tutti in Deutschland, erst recht nicht in Ostdeutschland. Aber das ist gehört worden, das ist bearbeitet worden, das ist Teil des politischen Prozesses geworden. Aber Sie können doch nicht leugnen, dass sich unsere Gesellschaft in den letzten Jahren, und zwar in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, dass sich unsere Gesellschaft massiv verändert hat. Seppi schreibt gerade genau wie die AfD, ja, das ist sowieso klar, dass AfD, CDU und FDP auch gegen höheren Mindestlohn sind. Aber die sagen das wenigstens offen. Weil die SPD, die verhindert einerseits die Erhöhung des Mindestlohnes und macht dann mit genau dieser Erhöhung Wahlkampf. Also das finde ich nochmal eine Stufe verlogener. Also das finde ich wirklich widerlich. Und diese Veränderungen sind zum Nachteil einer großen Mehrheit der Menschen. Also sie haben das einfach dabei verloren. Das kann man so pauschal nicht sagen. Ja, aber also bitte schön, da können Sie sich doch das nicht ist, also das ist eine viel zu einfache Betrachtung unserer Gesellschaft. Also wachsende Ungleichheit, die Probleme mit Privatisierung, ich sehe gerade die Probleme. Jens Dietzmann und Bernd, die hier im Chat aufgetaucht sind. Seid gegrüßt. Dass inzwischen ein Kassenpatient Monate wartet, bis er den Facharzt bekommt, die marode Infrastruktur, die Überforderung von Verwaltung, jetzt die riesige Bürokratie, das ist alles aber nicht schlimmer geworden. Politik es ist doch wirklich die Situation. Also das ist ja ganz genau das, wenn Sie das so wegnehmen. Doch, also die marode Infrastruktur, das ist eine Folge der Schuldenbremse. Also unser Land hätte die beste Infrastruktur der Welt haben können. Wir haben keine Beschränkungen, die nicht selbst gesetzt sind, die dagegen stehen würden.
Also Deutschland hat wirklich, ist eines der wenigen Länder in Europa, das nicht befürchten muss, von der EU mit einem Defizitverfahren überzogen zu werden. Deutschland hat wirklich sich durch diese Schuldenbremse selbst amputiert, hat dadurch selbst entschieden, man will nicht mehr in die Infrastruktur investieren. Also wenn man Schulden machen will, sei es wegen Corona, sei es für die Bankenrettung oder sei es für das größte Aufrüstungsprogramm seit dem Kalten Krieg. Für all das ist genug Geld da, nur für die Infrastruktur in Deutschland war kein Geld da. Also das ist eine selbstgewählte Entscheidung von SPD und CDU-Bundesregierung. Es war eine große Koalition 2009, die Schuldenbremse in die Verfassung geschrieben hat. Es waren SPD und CDU. Die Situation genau die Art und Weise, das, was die nicht, Leute das nicht mehr hören wollen. Aber Herr Kühnert, Sie können sich die Argumente nicht so drehen, wie Sie wollen. Ich habe nicht bestritten, dass diese Realitäten da sind. Aber diese Realitäten wurden verursacht von der SPD und von der CDU. Bestritten. Aber das bedeutet auch, dass es besser geworden ist. Weil Sie beiden, keiner das ist was dagegen tun. Weil Sie das beiden ist abgewünscht. Ist Ihre, es ist das Ergebnis von Politik. Keiner hört zu. Frau Wagenknecht, das ist doch ganz interessant, die Situation gerade für mich auch, weil Ihre beiden Parteien müssen womöglich in Sondierungsgespräche und dann in Koalitionshandlungen gehen. Philipp Amthor hat bei dem, was Sie... Also, wir haben es gerade gehört, es gibt so viele Probleme und wir können nicht alles lösen. Das klingt nicht nach Politikwechsel. Das klingt so, als wollten die genauso weitermachen und dann darf es keine Koalition geben. Das gilt für Sachsen, das gilt für Thüringen, also für die gilt das ganz generell, weil da das BSW sowieso nicht in so einer guten Verhandlungsposition ist. Das gilt jetzt aber auch für Brandenburg, wo das BSW in einer etwas besseren Verhandlungsposition ist und ja, von der SPD ist man vielleicht nicht ganz so weit entfernt wie von der CDU, aber ihr habt es gerade von Kühnert gehört, auch die SPD will grundsätzlich so weitermachen, wie sie bisher rumgewurschtelt hat. Also das wird nichts. Können die mal Sarah ausreden lassen? Frau gerade Rollo im Chat. Nein, Sarah Wagenknecht darf nicht ausreden. Sonst applaudiert das Publikum und das hinterlässt am Ende noch einen schlechten Eindruck bei den Zuschauern. Die müssen ja in die richtige Richtung manipuliert werden. Also ich hatte es ja schon gesagt, die Klamroth-Sendung ist natürlich einseitig aufgezogen. Wir haben ja jetzt Juli C., die ich nicht klar zuordnen kann und die auch keine klaren Statements abgegeben hat. Dann haben wir drei Gäste, nämlich Amthor, Kühnert und diese Rassismusexpertin, die ganz klar auf Linie der aktuellen Regierung sind. Und wir haben dann halt eine Oppositionelle, nämlich Sarah Wagenknecht. Also ist das so ein 3 gegen 1, wo, oder wenn du Klamroth mitzählst, ein 4 gegen 1. Und so sind diese Sendungen normalerweise aufgebaut. Wie gesagt, die Juli C., die kann ich jetzt noch nicht richtig zuordnen. Aber diese Sendungen sind immer so aufgebaut, das ist völlig normal. Und auch Luis Klamroth ist da eher einer der schlimmeren Vertreter gewesen in der Vergangenheit. Deswegen, ich kommentiere es mittlerweile nicht mal mehr extra, aber schön, dass es euch im Chat auffällt. Wie gesagt haben, Frau Wagenknecht, ziemlich viel genickt die ganze Zeit. Rollo schreibt gerade, bin eh gegen eine Koalition, außer die Bedingungen des BSW werden akzeptiert, was eh nicht passiert. Nee, es passiert nicht. Also wie gesagt, ich will ja gar nicht, dass das BSW sein ganzes Parteiprogramm umsetzt. Das wäre unwahrscheinlich. Aber das ist eh unrealistisch, das zu fordern. Aber ich bin zumindest mal dafür, dass in relevantem Maße die Infrastruktur saniert wird, dass die Kommunen entschuldet werden, dass der Verfassungsschutz abgeschafft wird, dass der Öffentlich-Rechtliche reformiert wird. Also so realistische Ziele, die man auf Landesebene erreichen kann. Also in Brandenburg wäre es dann der RBB, den man reformieren müsste. Das sind alles Dinge, die könnte man in der Landesregierung relativ problemlos erreichen. Und wenn der Koalitionspartner kompromissbereit wäre, ließe sich das auch erreichen. Problem bei all diesen Dingen ist die SPD nicht kompromissbereit. Das hat sie immer wieder gesagt. Also es wird mit der SPD keine Aussetzung der Schuldenbremse geben. Es wird mit der SPD keine Abschaffung des Verfassungsschutzes geben. Es wird keine Reform des Öffentlich-Rechtlichen geben. Also es wird auch nicht genug Investitionen in die Infrastruktur, nicht genug Anstellung von Lehrern geben. Für all das müsste man die Schuldenbremse aussetzen. Deswegen, wenn die Schuldenbremse nicht ausgesetzt wird, kann man sich das sowieso schenken. Und diese anderen Forderungen, Corona-Aufarbeitung, eine Präambel, die die Außenpolitik der SPD ändert, also die wirklich dafür sorgt, dass die Landesregierung sich gegen Raketenstationierung stellt, gegen amerikanische Mittelstreckenraketen und gegen Waffenlieferungen in die Ukraine. Also das ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Das sind sehr viele Dinge, die wirklich auf jeden Fall in so einem Koalitionsvertrag stehen müssten und dann auch umgesetzt werden müssten. Also die SPD, also im Koalitionsvertrag kann man ja alles reinschreiben, was man will. Hinterher wird eh nur die Hälfte umgesetzt. Das kennen wir ja auch schon. Also man bräuchte erstmal wirklich Leute in der SPD, die also nicht aus diesem Parteiapparat kämen, sondern denen man wirklich glauben könnte, dass die das umsetzen. Solche Leute gibt es in der SPD nicht. Also wen gibt es denn da? Vielleicht ein Klaus von Donani und dann fällt mir schon keiner mehr ein. Ich wollte jetzt gerade sagen, noch Albrecht Müller, aber ich weiß nicht, ob der noch in der SPD ist, oder? Oskar Lafontaine ist auch schon lange ausgetreten. Also, wie gesagt, mir fallen keine integren Leute in der SPD ein, die man dann auf Ministerposten setzen könnte, die dann so einen Koalitionsvertrag auch wirklich umsetzen würden und ihn nicht sabotieren würden. Also, ich gehe auch stark davon aus, dass jeder SPDler stark darauf bedacht wäre, so einen Koalitionsvertrag zu sabotieren, selbst wenn da gute Sachen drinstehen würden. Also,
Es gibt wirklich viele Gründe, die gegen eine Koalition sprechen und wenig, was dafür spricht. Zumindest wenn man sich anschaut, wie sich die SPD verhält und wie sie sich wahrscheinlich noch verhalten wird. Also da muss das BSW sehr aufpassen und sollte auf keinen Fall in irgendeine Koalition gehen. Die SPD kann auch in einer Minderheitsregierung regieren. Was Sie gesagt haben, bei einigen Dingen habe ich auch hart mit dem Kopf geschüttelt. Jetzt haben Sie hart mit dem Kopf geschüttelt. Warum eigentlich? Ja, also ich glaube, das ist natürlich schon unterstützt Albrecht Müller Sarah Wagenknecht. Der ist ja von Nachdenkseiten. Aber er war ja mal bei der SPD und ich weiß nicht, ob er noch Mitglied ist. Das habe ich gerade gesagt. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht mehr ist. Gehe ich mal ganz stark von aus. Und so Kevin Kühnert hat gerade gesagt, das sei keine Politik, die Sarah Wagenknecht gerade beschreibt. Doch, das ist Politik. Ihre Politik, die nämlich in 20 Jahren ihrer Berufspolitik nicht ein Gesetz durch irgendein Parlament gebracht hat. Das ist nämlich die Wahrheit. Sie haben und bei diesem billigen Manöver klatschen viele Leute. Ja, wenn man richtiger Opposition, also wenn man in der Opposition ist, dann kriegt man halt keine Gesetze durch. So ist das halt. Sie haben in der Parteienlandschaft eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Ja, aber es gibt tatsächlich ein Gesetz, was es ohne die Linkspartei nicht gegeben hätte, den Mindestlohn. Ohne den Druck durch die Linkspartei hätte die SPD niemals dafür gesorgt, dass es einen Mindestlohn gegeben hätte. Also die Linkspartei hat den Mindestlohn tatsächlich schon gefordert, als die SPD noch strikt dagegen war. 10 Jahre später war das plötzlich SPD-Programmatik und wurde dann in der Großen Koalition noch umgesetzt. Der ist freilich immer noch zu niedrig, der Mindestlohn, aber ohne Linkspartei hätte es den nicht gegeben. Also zu sagen, Sarah Wagenknecht, da gab es nie ein Gesetz, was durch sie durchgesetzt worden wäre, das stimmt nicht mal für ihre Arbeit in der Linkspartei. Einfach weil man auch aus der Opposition heraus Gesetze vorantreiben kann, die dann natürlich die Regierung am Ende verabschiedet. Aber du kannst, wenn du gute Oppositionsarbeit machst, was die Linkspartei halt in ihren ersten 10 Jahren durchaus gemacht hat, als dann noch Oskar Lafontaine Parteivorsitzender war, dann kannst du die Regierung vor der hertreiben und sie am Ende sogar zwingen, deine Politik zu machen. Das ist auch ein Grund, warum das BSW in der Opposition bleiben sollte. Weil man aus der Opposition im Zweifel sogar mehr erreicht als in der Regierung. Also eine Partei nach also der jetzt, nächsten. Jetzt und das ist aber die Wahrheit. Sie beschreiben Probleme, eine Partei aber nach haben der nächsten, tatsächlich. Also ich habe fast 30 Jahre einer Partei angehört. Also ja gut, eine und Partei auch in der haben Sie nie regiert und nie Verantwortung übernommen. Nein, und deswegen das ist es ganz einfach, gegenüber denjenigen, die Dinge richtig und auch mal falsch gemacht haben, zu sagen, alles schlecht gelaufen in diesem Land. Ich bin mal gespannt. Die energieintensive Industrie wandert ab. Die Bevölkerung verarmt. Europa isoliert sich gerade geopolitisch. Unterstützt ein entsetzliches Massaker in Gaza. Die ganze Welt lacht über Deutschland. Man macht auch mal Dinge richtig und auch mal falsch. Unsere Infrastruktur verrottet. Tausende Brücken sind einsturzgefährdet. Also in Brücken ist ja vor kurzem wieder eines zusammengefallen. Man macht manchmal Dinge falsch, manchmal richtig. Das Gesundheitssystem ist seit über 20 Jahren unterfinanziert. Manchmal macht man Dinge richtig, manchmal falsch. Also ihr merkt, wie lächerlich das ist. So, ich habe da auch keine Lust mehr drauf. Ja, ist so. Ich habe da jetzt wirklich keine Lust mehr drauf. Vielleicht reagieren wir auf den Rest noch fertig, aber vielleicht reicht es auch. Also Grundtor, der ist wirklich so lächerlich. Ich hatte es ja gesagt, ich habe leider nicht so viel Zeit. Ich habe leider nicht so viel Zeit für die ganze Sendung. Deswegen muss ich euch jetzt schon früher wegschicken. Ich hätte gerne wirklich noch weiter geguckt, aber ich habe heute leider nicht unbegrenzt Zeit. Ja, so. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Wieder ein guter Auftritt von Sarah Wagenknecht, zumindest das, was ich jetzt gesehen habe. Ich hoffe, dass das BSW in der Opposition bleibt, hatte ich ja gerade lange genug erläutert. Und also Wagenknechts Äußerungen, die deuten auf jeden Fall darauf hin, dass sie hart bleibt, dass das BSW hart bleibt. Das ist eine gute Linie, die sie hier fährt. Sollten alles dafür tun, dass die Landesverbände auch diese Linie weiterfahren, die Wagenknecht hier vorgegeben hat.